Und nun folgt die Kategorie Bester, schlechtester Social Media Trend. Hier sind die Nominierten. Bester, schrägstrich, schlechtester Social Media Trend. Among Us. Viele bunte Viecher versuchen auf einer Raumstation einen Mörder zu finden. Mir egal, solange Schalke gewinnt. Ich habe euch alle lieb. Ja, raus! Raus! TikTok. Die dümmste App der Welt für die dümmsten Menschen der Welt. Schießer soll auf sein. Schießer soll auf sein. VTuber. Ja, Hentai-Leute. Oder waren es Mangas? Keine Ahnung. Sind doch sowieso alles Comics. Leute bleiben zu Hause. Wenn es doch bloß jemand Brief und Siegel geben könnte, dass Corona in 2 Wochen wieder vorbei ist. Ich gebe euch Brief und Siegel, dass in 2 Wochen keiner mehr über Corona spricht, wenn nämlich ein Großteil der Infizierten geheilt sind. ApoRed hat vielleicht Frau belästigt. Mashallah, ich hab die Schulter nicht angefasst. TikToker inszenieren sich als Holocaust-Opfer. Hashtag Jana aus Kassel. Corona-Challenge. Rolltreppen ablecken, Leute. Aber manchmal möchte man bei ein paar Menschen vor lauter Verzweiflung gegen eine Wand laufen. Wir sind wieder ganz, auf Sendung. Ganz viel Unrat. Also das Beste an diesem Einspieler war mein Video. Danke dafür. Der Rest aber ist ja wirklich fürchterlich gewesen. Der TikTok-Trend TikTok. Nee, warte, der Social-Media-Trend TikTok. Der ist ja wohl kulminiert in der Corona-Challenge mit Toilettenablecken dieses Jahr. Das war auf jeden Fall auch richtig gut. Ach nee, das sind 2 verschiedene Sachen, sehe ich hier gerade. Es sind 3 Sachen. Einmal TikTok als Ganzes, einmal die wunderbare Corona-Challenge. Die haben, glaube ich, gar nicht so viele TikToker gemacht. Das hat vor allem Felix Krull von der Ötti-Gang gemacht. Mhm. Vielleicht haben da Leute mitgemacht, keine Ahnung. Aber ne, da gab es ja noch eine andere tolle TikTok-Challenge. Woran mich die Corona-Challenge erinnert hat, kennst du noch nicht die Ice-Bucket-Challenge, sondern Ice-Cream-Challenge? Wo man das verkehrt rum irgendwie anfasst? Nee, oder? Es gab in Amerika Es gab aus irgendeinem Grund einen Trend, dass Leute so Eisbecher aus dem Gefrierfach nehmen, einmal drüber lecken und die zurückstellen. Und ich habe mich gewundert hier, dass man eigentlich doch hier immer, wenn man so ein Eis in einem Supermarkt sieht, so eine Folie drüber hat. Aber es scheint Orte zu geben, wo das nicht so ist, wo einfach so Plastikdeckel ist und du im Supermarkt nicht siehst, ob das jemand schon mal aufgemacht hat und da drüber geleckt hat. Ist aber auch wieder so eine wunderbare Idee. Bei Ben & Jerry's und so ist das so. Wir haben ja wahrscheinlich ja nicht dieses ganz feine, weißt du, die Ja-Produkte im Nahkauf, so. Die haben halt da schön die Plastikfolie noch drüber. Also Plastikverschwendung braucht man eigentlich gar nicht. Ist mir auch egal, ob da irgendein Corona-Kranker über mein Eis drüber geleckt hat, ne? Ja. Aber eigentlich. Die Kälte tötet das. Bei sowas, da merkt man das direkt und denkt, Alter, rückständig, die haben da ja, die haben ja gar nicht diese Folie. Aber wenn du hier so Getränke aus der Dose holst, ne, das kann ja im Grunde auch jeder angrabbeln und man geht da dann trotzdem mit dem Mund dran. Denk da mal drüber nach, ne? Meiner Flasche, da ist immerhin dann noch ein Kronkorken drüber über dem Großteil der Öffnung. Aber wenn du einfach nur das Ding da wegknickst und dann den Rand in die Schnauze steckst, wer weiß, wer das vorher schon angeschlabbert hat oder draufgepupst oder sowas. Ne? Keine Ahnung. Ja. Also ich weiß nicht genau, ob das nun sehr viel auf TikTok passiert ist oder TikTok an sich natürlich, aber es gab eine Sache, die hat das noch wirklich toppen können. Und ich frage mich ganz ehrlich, wie das passieren konnte, dass das zum Trend wurde. TikToker inszenieren sich als Holocaust-Opfer. Das ist wirklich so ein Ding. Es ist, glaube ich, von denen sogar, wurde auch vom Publikum hochgevotet, dass das wirklich ein bescheuerter Trend ist. Also wir haben es ja offen gelassen, ob es ein guter oder ein schlechter Trend ist. Aber er hat auf jeden Fall polarisiert. Ich glaube, diese Leute meinten das wirklich, dass sie... Ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben, ehrlich gesagt. Das ist ja nicht mehr... Also ich weiß es nicht. Da würde ich es noch eher verstehen, wenn man das in irgendeiner Weise, weiß ich nicht, ironisch macht. Aber es ist halt so wirklich dieses Todernste. Mhm. Also wer das überhaupt nicht mitbekommen hat, ist dann so, es ist wirklich so ein Selbstdarstellungsding. Ja. Kamera auf dich selbst gerichtet und Untertitel dann auf TikTok POV, also Point of View. Ich bin ein Holocaust-Opfer und bin gerade im Himmel. Das ist wirklich absolut lächerlich. Und guck dann halt so rum. Also es ist wirklich ganz, ganz finstere Scheiße. Ja, das ist halt auch so ein Ding, wo du eigentlich, vielleicht liegt es daran, dass das teilweise auch keine Deutschen gewesen sind, dass die nicht den Bezug da haben, aber wenn du das als Deutscher siehst, dann denkst du ja eigentlich instinktiv, holy fuck, das ist schon ganz schön daneben, aber vielleicht ist das irgendwie ungebildete amerikanische Jugend gewesen, die gar nicht weiß, was da so genau passiert ist und dachte, ich verkleide mich mal, um darauf aufmerksam zu machen. Hey Leute, wusstet ihr schon, es ist da mal was Schlimmes passiert, ich habe es auch erst gestern erfahren, keine Ahnung, kann ja sowas sein. Das ist auf jeden Fall dumm. Dieses Thema, das gibt ja gar nicht genug her für einen Trend, finde ich. Also das,
ob das nun das ist oder ob du machst POV, ich bin ein Toter, der an Krebs gestorben ist. Was machst du denn da? Das ist doch nach zwei Videos auserzählt. Also, es gab das auch mit 9/11 wohl, ne? Also, das, ja. Aber ich frage mich immer, ganz, wie sich dann Leute fühlen, die das wirklich miterlebt haben oder die noch irgendwelche Verwandten hatten, die da waren. Und dann sehen sie irgend so einen 15-Jährigen, der sich schminkt und sagt, guck mal, ich bin ein Toter hier aus so einem Lager. Ja, Alter, seid ihr bescheuert? Was ist das denn? Aber sie haben gewonnen jetzt. Das ist der bescheuerste Trend gewesen. Immer wenn man denkt, es geht nicht noch blöder, dann kommt Felix Krull und leckt eine Rolltreppe ab und irgendein amerikanisches Kind sagt, guck mal hier, ich bin ein Opfer vom Kriegsverbrechen. Schau mal, ich habe mich lustig angemalt. Fünf Stimmen von der Academy, zwei gingen noch an Among Us und ich hatte auch zeitweise sehr viel Spaß an Among Us und werde sicher auch noch mal reingucken, wenn die neue Map irgendwann mal draußen sein sollte. Ja. Aber kommt garantiert nicht dran an dieses TikTok. Aber hat schon auch Spaß gemacht, also teilweise. Ist natürlich nichts für lange, ne? Aber es ist immerhin ein Trend, den ich jetzt nicht so schlimm fand. Das war, man kann es vielleicht ein bisschen nervig finden, dass es so ein bisschen überall war, aber das Spiel an sich war ja eigentlich ganz okay. Ja. Auf zur nächsten Kategorie. Apropos ganz okay. Kategorie Zuschauerpreis Streamer. Film ab. So, Endspurt, Leute. Gleich ist es geschafft. Hier ist die vorletzte Kategorie. Dafür sind hier ein paar echte Ehrenmänner und Ehrenmullen dabei. Hier sind die Nominierten beim Zuschauerpreis in der Kategorie Streamer. Zuschauerpreis Streamer. Der Karl Dent. Mit dem Besten aus der Schwurbelecke. Mit Stay Teil des Grumpy Old Man Duos aus der Muppet Show. Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist der erste, wo ich zusammengezuckt bin, weil normalerweise sind diese ganzen Verschwörungsschwurbler ja komplette Vollidioten, die uns niemals auf die Schliche kommen würden. Aber er ist der Erste, der klar formuliert und das auch irgendwoher zu wissen scheint, dass gequältes Kinderblut deutlich besser schmeckt. Dragolina, besonders gut in Zelda Twilight Princess mit einer Hand. Robin Nosferatu, Chaos und Aktionskunst, Nostalgie für die Gegenwart. Imp, Imp, Imp. Imp ist der Beste. Yes, yo, ich spiele Mario Kart. Yo, Leute, Eierhoden am Start. Skyline TV, Adam on Tour durch die ganze Bundesrepublik, manchmal sogar noch weiter. Ganz ruhig, also erstmal einen Schritt zurück, bitte. Also erstmal einen Schritt zurück. Hör mal auf. Bleilo, mach mal mehr Wieso, Oma. Die Pennymark-Doku ist scheiße. Onkel Hakon, geiler. Zeig Bart. Wie es mich halt einfach so 100% nicht überrascht. Hachiu, endlich im Anime angekommener Zeichner. Wir sind so stolz auf dich. Velegrad, Vorsitzender des Dunkler Parabelritter-Fanclubs. Knosper, der geilste Schnauzer von Twitch. Kommt vorbei für Musik und Zeichnungen. Dr. Oll, der Meister der Püppchen. Hier wird gemalt und gemotzt. Zentralrat der Kuffar. Zum Glück gerade nicht gebannt. Ei, gute Wie? Was möchtest dann du hier? Hammer. Hammer. Dann haben wir hier auch noch so geile Zuschauer. Also Skyline TV, richtig nice. Dekal Dent wurde gerade irgendwie nicht so positiv aufgenommen. Und da muss ich auch sagen, also seit er mit Stay über Extreme Talk abgelästert hat und so von oben herab, überlasst das mal den Leuten, die eine Ahnung davon haben, aus dem Mund von Leuten, die nur auf Content reagieren, statt ihn zu erstellen. Leute. Ja, ich habe das ja auch gesehen. Ich fand vor allem schwierig daran, dass man in so einem Podcast so ein Urteil fällt, wo man sagt, ich habe die Sendung nicht geguckt, aber das Thumbnail, Junge, jetzt habe ich da mal reingeklickt und in dem einen Frame hat der ein komisches Kostüm an, was für eine Scheiße. Und das Ding ging irgendwie 3-4 Stunden. Finde ich ein bisschen gemein, ne? So ein Buch nach dem Cover bewerten, muss man nicht unbedingt machen, ne? Ja. Aber man muss den ja auch nicht beleidigen. Also, ne, Karl hat auch seine guten Seiten und er hat auch Stay noch, also habe ich nicht gesagt. Gut, wer hat denn hier gewonnen? Was meinst du? Hast du eine Idee? Oh, ich fände es ja sehr, sehr schön, wenn Yu gewinnen würde, aber ich glaube, der ist mit deiner Community nicht so 100% übereinstimmend. Aber vielleicht ist auch einfach nicht so bekannt und ich frage mich, warum nicht. Ja. Yu ist einfach der. Alter, das ist halt echt dieses Klischee, ne? Egal was du kannst, es gibt immer einen. Es gibt immer einen Yu, der es besser kann. Es gibt immer einen Yu, der dann sagt, guck mal, du hast da was Schönes gezeichnet, aber schau mal hier rein, das sieht aus wie ein Foto und ich habe das einfach auf ein leeres Blatt gezeichnet. Cool, oder? Ja. Aber Yu möchte auch gar nicht gewinnen, der sagt auch immer sowas. Yu ist auch der Einzige, den ich kenne. Zu wholesome immer.
Yu ist der Einzige, den ich kenne, der Among Us spielt und sagt, er will kein Imposter sein, weil er dann lügen muss und das möchte er nicht. Ist ja einfach zu nett. Ich glaube, Noxie auch nicht. Yu und Noxie sind die einzigen beiden, die sagen, dass sie irgendwie kein Imposter sein wollen. Und die das dann auch zugeben, wenn sie wen umbringen. Ja, ich hab dich da gesehen, wie du einen gekillt hast. Oh ja, blöd gelaufen. Aber hier gibt es jedenfalls keine Academy. Ich habe das alles dem Publikum überlassen. Deswegen hat das rein das Publikum entschieden. Reden wir nicht lange um den heißen Brei. Gewonnen hat Robin Nosterafu. Ja, Robin Nosterafu. Ich habe gewonnen. Cool. Ja, es ist. Nein, was eine Überraschung. Imp hat gewonnen. Wow. Warum? Wer ist das? Das passiert, wenn man Volksabstimmungen macht. Dann gibt. Dann gewinnt Obdachlose. Ja, was soll denn das? Karl hat wohl nicht genug Werbung dafür gemacht. Er hat eigentlich mehr Zuschauer, als hier Votes drin sind. Der hätte nur in einem Stream mal sagen können, votet mal da. Chance vertan. Blöd gelaufen jetzt. Die anderen, Skyline TV hat auch, glaube ich, guter Platz 2. Skyline TV ist auch ein Streamer, da ziehe ich meinen Hut vor. Ich gerade nicht auf habe. Ich setze ihn mal kurz wieder auf, um den zu ziehen. Hast du gut gemacht. Also, wie der da durch Deutschland fährt und andere Länder und zeigt, was es da so gibt, das ist wirklich ein cooler Stream. Aber ich klopfe dir auch auf die Schulter, dass du gewonnen hast. Kann ja mal nach Xinjiang zum Uiguren-Camp und da mal Livestream. Ja. Und dann Livestream, wie man da gekillt wird. Besser nicht. Meinst du, das geht eigentlich? Ich glaube, er hat bisher noch keine Location abgesagt, soweit ich weiß. Ne? Da sagt er immer, ihr könnt mir hier spenden und dann sagen, wo ich als nächstes hinfahre. Und er zieht dann auch durch, ne? Wenn wir da jetzt einfach Mogadischu eintragen, fährt er da hin? Ja, Challenge accepted, würde ich sagen. Oder wenn wir, man kann, glaube ich, keine Bedingungen festlegen. Wenn wir den jetzt einfach nach Hongkong schicken, dann, wir können ja nicht sagen, mit Winnie Pooh-Maske oder so. Der fährt dann wahrscheinlich einfach so hin. Sterben ist gegen die Terms of Service. Ah, ungünstig. Na, dann vielleicht doch nicht. Dann nicht. ja, gut. Aber es gibt ja nicht... Solider Platz 2. Solider Platz 2 ist natürlich auch unfair. Ne? Also ich distanziere mich natürlich davon, meinen eigenen Preis hier zu gewinnen. Ich hab das einfach so aufgedrückt bekommen. Das ist halt der Nachteil an Volksabstimmungen. Ich kann da nichts für. Ich habe gerade 5 Subs geschenkt bekommen. Meine Güte, wir haben ja doch nicht mal Alerts an. Wenn das wirklich so wäre, dass man einfach über Volksabstimmung Leute in den Bundestag wählen kann, ich glaube wirklich, dass dann, wie diese GameStop-Aktien-Sache, dass da so aus Meme-Gründen wirklich einfach irgendein Obdachloser von der Straße in den fucking Bundestag gewählt wird. Ich sehe das. Ja, ich wünsche mir auch immer noch, dass sowas wie die APPD wiederkommt. Also mir ist die Partei immer so ein bisschen zu lasch. Die kann man zwar auch wählen, weil haha Memes, aber die machen dann oft nur so harmlose Wortwitze. Ich will mal wieder so eine radikale Partei, die aber nicht radikal im Sinne von Arschloch ist, dass man denkt, oh fuck, das könnte aber wirklich Schaden anrichten, sondern einfach sowas wie die APPD, die sagen, ey, wir wollen einfach den ganzen Tag besoffen sein und die einfach nur ein bisschen so rumpöbeln und ne, schon auf die Kacke hauen und die Leute provozieren, aber ohne jetzt direkt irgendwie Nazi zu sein oder so. Aber braucht man mal wieder. Ich hoffe, wir könnten auch bald hier die chinesische kommunistische Volkspartei wählen. Das wäre doch toll. Bei der Europawahl gab es eine Partei zum Thema Volksabstimmung. Die hatten so ein richtig geiles Logo. Die hießen Ab jetzt Demokratie durch Volksabstimmung. Das ist der Parteiname gewesen. Und das Logo sah aus, als hätten die das in Word gebastelt. Also das war wirklich... Ich glaube, es war nicht Comic Sans, aber es war schon sehr nah dran. Und mit so einer komischen gewählten Deutschlandflagge. Also das Logo war schon der Hammer. Wo man dann auch denkt, okay, wenn das Volk ist, dann ich will nicht, dass ihr abstimmt. Ja. Gut. Es gibt aber noch eine Kategorie, und zwar einen weiteren Zuschauerpreis, aber nicht für Streamer, sondern für YouTuber. YouTuber, Streamer, ab in die Stimmung. Knopf. Kinder, das war's. Hattet ihr Spaß? Ich nicht. Aber wie sagt man so schön? Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt's einen, der die Pulskraft vögelt. Und ist das Schiff auch noch so klein, einer muss die Pulskraft sein. In diesem Sinne sehen wir uns in diesem Jahr oder im nächsten oder gar nicht. Egal wie, ich bin raus. Ciao Kakao und bitte abonnieren. Und hier sind die Nominierten beim Zuschauerpreis in der Kategorie YouTuber. Zuschauerpreis YouTuber.
Imp. Habe ich schon erwähnt, dass Imp der Beste ist? Imp ist schon sehr gut. Also der setzt sich mit Themen schon sehr gut auseinander, das muss man sagen. Sirth Edward, der Bartträger des Jahres, sollte allein schon wegen seiner männlichen Männlichkeit gewinnen. Mimi, aktuell gebannt. Tja, wer gebannt ist, kann auch nicht gewinnen. Just Nero, der einzig gute Meinungsblocker. Aber nur damit das klar ist, hier wird niemand zerstört, obwohl hier jemand zerstört wird. Schock TV, YouTube-Kacke vom Feinsten. Das ist Heart Attack. Das ist Heart Attack. Soos. Infoz Rico, stabiler Ostdeutscher. Hauptkanal momentan gesperrt. Was ärgerst du auch die armen Leute auf eBay? Ludger Winter, der beste Witzeerzähler auf ganz YouTube. Darauf erstmal einen Aal. Hast du mich gerade Aal genannt? Wow. Also auch hier, ich bin wirklich sowas von gespannt. Ich frage mich, wer das wohl gewinnt. Hoffentlich nicht wieder ich. Mal gucken, wollen wir es spannend machen oder nicht? Mimi kann ja nicht mehr sein. Es ist nicht Mimi. Mimi ist leider kein YouTuber mehr. Der ist jetzt Instagrammer und Twitcher. Wollen wir noch weiter das spannend machen? Also es ist leider auch nicht Schock TV, obwohl ich den gut finde. Nein? Leider nicht. Es ist auch nicht... Nicht Ludger Winter, nicht oder? Nicht Ludger Winter, den ich auch gut finde. Es ist... ich. Ich habe schon wieder gewonnen. Kim hat gewonnen. Also, liebes Publikum, das habt ihr euch jetzt selbst zuzuschreiben, diese mangelhafte Spannung hier. Ja? Aber immerhin diesmal nicht ganz so extrem. Auf dem zweiten Platz, guck mal, über die Hälfte der Stimmen. Ist in halt Potsrico, ja, der hat auch ein paar Stimmen noch bekommen, aber hat nicht gereicht. Ich bin immerhin Erster noch. Tja, ich habe mir das nicht ausgesucht. Man kann sich das nicht aussuchen, erfolgreich zu sein. Manche Leute sind einfach dafür gemacht. Habe ich schon wieder zwei Preise abgestaubt. Geil! Ja, jetzt musst du ja hier nochmal solche Awards machen, damit sich bei dir der Schrank füllt. Eigentlich schon, ja. Ich lasse mir, glaube ich, so Pokale anfertigen. Man kann relativ günstig, glaube ich, sich so Blechpokale holen, die irgendwie goldlackiert sind, wo man sich dann draufschreiben lassen kann, was man möchte. Aber ne, eigentlich dann nur auch für mich. Und dann kommt das hinten in die Vitrine, jetzt nicht für jeden Teilnehmer. Ich biete euch das trotzdem an. Wenn ihr einen Preis gewonnen habt, dann schreibt mir und dann schicke ich euch ein Objekt aus meinem Zimmer, was ich nicht mehr brauche, und schreibt da Keck-Videopreis drauf. Das ist dann auch was ganz Persönliches. Ja. Also ihr habt dann so einen Preis, den hat sonst kein anderer. Also Trump zum Beispiel, wenn du deinen Preis möchtest als größter Verlust, schreib mir einfach. Komm zu mir. Hol ihn dir ab. Ja, kannst du die deutschen Verwandten besuchen und dann gebe ich dir dann auch deinen Preis. Würde ich feiern. Also dann werde ich ein bisschen neidisch auf dich. Ja, gut. Dragon Force, danke, Mann. Geil. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern aus dem Stream, auch an alle, die die YouTube-Version geguckt haben. Es sind jetzt hier auf meiner Uhr im Stream 2,5 Stunden. Wir haben auch was vorher aufgenommen. Ob ich die YouTube-Version cutte, das ergibt ja keinen Sinn mehr, das jetzt zu sagen. Also außer für die Stream-Zuschauer. Vielleicht cutte ich das in mehrere Teile, weil die mich vielleicht claimen für Musik oder so. Ne? Und das ist ja doof. Also das Musikkategorie cool. Gibt es, aber die habe ich off-Stream aufgenommen. Weil ich ja nicht weiß, ob dann DMCA-Quatsch kommt. Genauso wie bester Bann. Das war eine gute Kategorie, aber leider können wir das hier nicht live machen. Ups, unsere sonst, Form des Protests sind wir gegen die Tos. Mal dabei, ne? Was? Sonst sind wir dann nächstes Mal dabei bei bester Bann. Ja, das möchte ich ja nicht. Da muss ich irgendwo auf Trovo streamen und sagen, mein einziger Twitch-Bann. Aber ich kann das endlich mal ausziehen, wie Jan Hofer, als er die Tagesschau das letzte Mal gemacht hat. Einfach mal das Jackett ausziehen oder die Krawatte. Krawatte habe ich leider nicht, sonst hätte ich mir auch eine angezogen, aber ich habe sowas nicht. Aber wir können das jetzt machen. Geil, Leute. Endlich ausziehen. Die Hose ziehe ich dann bei Trovo aus. Die merken das bestimmt nicht. Ich krieg sie nicht aus. Tja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Den Record-Button kann ich ja gleich schon mal ausmachen. Oder hast du noch etwas zu sagen, was für die YouTube-Version drin bleiben soll? Imp ist der Beste. Du. Oh, geil. Ich habe mich in mein Mikrofon gelehnt, aber es sah aus, als würde ich dir das so richtig erotisch ins Ohr flüstern. Imp ist der Beste.